Ja, auch guten Morgen, Navin. Bei guten Morgen. Wir sind jetzt schon ein paar Stunden am Stream, aber trotzdem noch guten Morgen. Bei. Ja, um die Uhrzeit kann man schon noch guten Morgen sagen. Na, geht auf. Überreste aus einer Art Schild oder Banner. Sieht aus, als würden einige Teile fehlen. Was ist hier im Friedhof? Jawohl. Wir brauchen hier unbedingt andere Kleidung. Okay, Campingplatz-Banner. Das nehmen wir doch mal mit. Walker Tuck Station? Sie muss auf einem Lagerplatz sein. War ich da nicht schon auf dem Campingplatz? Wenigstens ist die Richtung klar. Ja. Oh, hi. Oh, lala. Schnell weg. Uniform und natürlich meine Polizeisonnenbrille. Ganz wichtig. Hallo? Child must be saved. Der Wolf? So. Na?
Ja. Das Gezuckel jetzt hier. Hallo? Ah. Bin ich zu. Home Eli. Das Radiumgewehr. Das ist ein Radiumgewehr. Viel mehr Sicht. Ah, das ist ein Holoband. Die Nachrichten hängen. Ich weiß, dass mich das das Leben kosten könnte, aber die Kinder müssen es wissen. Ich blätterte durch ein Vorkriegsbuch. Da sah ich es. Das Atom. Ein winziger Punkt aus Materie, umgeben von endloser Tiefe. Die große Leere, die in uns allen wohnt. Das hat meine Gefühle bestätigt. Die Wahrheit, die niemand erfahren sollte. Die Lüge namens Atom. Das ist nicht real. Wir sind keine unendlichen Welten. Nur leerer Raum. Tod. Kalt. Dass wir das nicht sind. Der Beichtvater wird über meine Nachrichten nicht erfreut sein. Aber ich habe keine Angst. Ich werde mein Zeug in die alte Kirche an der westlichen Zufahrtsstraße bringen, falls sie sich mir anschließen wollen. Ich hoffe nur, dass es nicht zu spät ist, sie vor Atoms Lügen zu retten. Ah, nein! Ah, warum esse ich das denn? Okay, wo muss man jetzt hin? Auch die Kirche. Okay. Würde ich sagen, gehen wir mal dahin. Wir starten einfach querfeldein. Los zu der Kirche. Ich möchte keinen Streit anfangen. Halt! Das ist ein heiliger Ort! Was willst du hier? Suchst du die Wahrheit des Nichts? Wahrheit des Nichts? Die Wahrheit des Nichts? Was bedeutet das?
Wenn du es wirklich hören willst, dann werde ich es dir sagen. Die Kinder des Atoms wurden von Marten getäuscht, von Tektis. Das alles ist eine verlogene Heilsbotschaft. Sie wollen nicht, dass jemand erfährt, dass Atom nur ein winziger Fleck im Nichts ist. Das Nichts ist die wahre Natur der Existenz. Ich habe es mit eigenen Augen gesehen. Ein riesiges, leeres Nichts, wie ein Nachthimmel ohne Sterne. Ich weiß, dass es schwer zu akzeptieren ist, aber du musst es genauso tun wie die anderen. Sie haben es verdient, die Wahrheit zu erfahren. Ist doch alles Bullshit, Mensch. Egal, was die da erzählen. Was, wenn du das Gesehene missverstanden und überreagiert hast? Glaubst du wirklich, dass sich alle außer dir über Atom irren? Ich kann da jetzt nicht drüber nachdenken. Ich bin so weit vom Weg abgekommen. Ich wage es nicht, zurückzuschauen. Du bist hier ganz allein. Vermisst du deine Brüder und Schwestern im Nukleus nicht? Ich weiß, dass wir dich wie eine Familie sind. Natürlich. Sie fehlen mir unheimlich. Ich war noch nie auf mich allein gestellt. Wenn es eine Chance gäbe, dass sie mich wieder aufnehmen. Aber ich bin eine Ketzerin. Mein Leben ist verwirkt. Ich will nicht, dass das Gespräch in diese Richtung geht. Halt! Oh. Halt! Das ist ein heiliger Ort! Was willst du hier? Suchst du die Wahrheit des Nichts? Die Kinder des Atoms wollen dich tot sehen. Du musst aufhören, ihre heiligen Stätten zu schänden. Das geht nicht! Ich habe eine Aufgabe, die größer ist als ich selbst. Und jedes Opfer wert. Die Kinder des Atoms wurden von Marten getäuscht, von Tektis. Das alles ist eine verlogene Heilsbotschaft. Sie wollen nicht, dass jemand erfährt, dass Atom nur ein winziger Fleck im Nichts ist. Das Nichts ist die wahre Natur der Existenz. Ich habe es mit eigenen Augen gesehen. Ein riesiges, leeres Nichts, wie ein Nachthimmel ohne Sterne. Ich weiß, dass es schwer zu akzeptieren ist, aber du musst es genauso tun wie die anderen. Sie haben es verdient, die Wahrheit zu erfahren. Also, du denkst, du versuchst, die Kinder des Atoms zu retten. Aber du könntest dich irren. Es ist noch nicht zu spät, um umzukehren und für deine Taten zu büßen. Ich wünschte, ich könnte das glauben. Glaube und Zweifel haben dich geblendet, Schwester. Aber tief im Herzen glaubst du eigentlich nicht daran. Geblendet durch Angst und Zweifel? Ich kann nicht leugnen, dass dem so ist. Wie konnte ich nur so dumm sein? Ich war ein Kind des Atoms, eine Auserwählte. Ich muss die anderen um Vergebung bitten. Bitte sag Richter, dass ich bald zurückkehre. Ich werde meine gerechte Strafe akzeptieren. Endlich mal was erledigt, ohne alles auszulöschen. Mal eine kleine Pause machen.